Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Polizeisimulator 19. Mein Name heißt Gartulis Unlinks eingeblendet und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auf Patrol Duty, im wahrsten Sinne des Wortes, so heißt ja auch das Spiel. Das ist so ein Zufall, gibt es da manchmal nicht. Und ja, wir suchen falsche Parker. Und zwar nicht Parker Lewis, sondern hier auf der Straße. Und da hinten haben wir die nächste Chance, Leute zu finden. Da ich jetzt nicht weiß, wie ihr abgestimmt habt, ob ich vollständig realistisch spielen soll oder nicht, spiele ich jetzt erstmal wieder ein bisschen hier im Garderoll-Style. Das heißt, wir wollen ein bisschen zügig vorankommen. Also schauen wir uns jetzt mal hier an, was hier so am Bach ist. So, wir schauen mal. Also, erstmal hier in Gegenrichtung parken. Das ist... Ah, das wisst ihr vielleicht. Das könnt ihr mir mal erzählen. Hier ist es eine Einbahnstraße. Ich weiß, jetzt bitte nicht klugscheißen. Mir ist was aufgefallen. Und zwar... Erklärt mir das mal bitte. In England, wenn ihr so guckt, Filme und Serien, die in London spielen und so weiter, da parken Autos. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, Autos parken dort immer andersrum. In Gegenrichtung auf dem gegenüberliegenden Bordstein. Was meine ich damit? Ja, ich weiß, wie gesagt, wir haben Linksverkehr. Aber wenn ich jetzt hier, wenn das eine normale Straße wäre, würde ich genauso parken wie die Autos da vorne, statt auf dieser Seite einfach so hier ranzufahren. Könnt ihr mir erklären, wie das kommt? Vielleicht kommt ihr aus England. Dann haben wir wieder alle was gelernt. Fände ich toll, dass wir uns gegenseitig auch Dinge beibringen. Ich meine, ihr lernt ja bei mir so viel. Ja? Ihr partizipiert ja an diesem unfassbaren Wissen. Was? Deswegen dachte ich, ich frage einfach mal, dass ich auch was von euch lerne. Wozu seid ihr denn eigentlich da? So. Dann würde ich sagen, wir fahren einmal ganz hinten durch. Und dann hier hinten einmal rum. Denn wir müssen noch zwei Strafzettel ausstellen. Aber ich würde auch den nächsten Spezialauftrag annehmen. Weil das auch ganz gut Punkte gibt. So, ich hoffe, wir kommen da jetzt irgendwie ran. Achso, da waren wir schon. Dann fahren wir mal die andere Runde, oder? Geht das die andere Runde? Wo sind wir denn jetzt? Aber hier außen rum? Nee, da hätten wir da lang gemusst. Ah, ja, das ist ärgerlich. Danke. Wie kommen wir denn da hin? Wir müssten quasi hier reinfahren und dann gleich wieder zurück abbiegen. Dann geht das vielleicht. Hinter dem Skaterpark. Aber da sind wir doch eben auch schon reingefahren. Na ja, wir schauen mal. Ich frage mich auch immer, ja, man kann natürlich hier aus Unreal, das Spiel ist ja in Unreal gemacht, wie ich ja auch schon dem letzt erwähnte, eigentlich ganz gute Fahrzeug-Vehicle-Simulationskomponenten eigentlich laden. Ich weiß nicht, warum die Entwickler das hier möglicherweise nicht gemacht haben. Jo, hier sind keine Hydranten, nur ein paar laufende Passanten. In Begleitung ihrer Tanten, die sich nicht mal kannten, aber auf einer Bank entspannten. Hier, guck, da. Do not enter. Das wollte ich doch meinen, wollte ich das doch. Wie kommen wir denn jetzt da mal irgendwie so, dass wir da mehr, ne? Da muss man doch irgendwie mal rankommen hier. Da parkt keiner. Aha! I don't want anyone play a hero. Nö. Also einfach erschießen, dann fragen ist ja... Oh. Ja, da müssen wir ein besonderes teures Knöllchen erstellen hier. Der hat ja auch noch Spaß da dran. Mark Nichols. Central, please check my current location. I'm gonna need a tow truck. Over. So.
A tow truck has been dispatched to your current location. Over. Over. Da vorne ist wieder der Bankräuber mit der... Ich habe schon mal wirklich einen echten Bankräuber gesehen. Und zwar fuhr ich mit dem Bus an der lokalen Volksbankzentrale vorbei und da kam da so ein Typ raus, der so eine runtergezogene Mütze auf hatte, eine riesengroße Sonnenbrille und eine Tasche. Und ich dachte, sieht ja voll aus wie ein Bankräuber. Und nächsten Tag stand es in der Zeitung, dass diese Volksbank in der Tat ausgeraubt wurde. Ja. Das ist, kennt ihr das? Ist das so ein im Vorbeigehen wahrgenommenes Ding? Da kann man jetzt auch nicht irgendwelche sachdienlichen Hinweise liefern. Weiße. Hinweise, weiße. Was ist jetzt los? Was sind das denn für Geräusche? Ja, was ist denn hier jetzt? Unfall, Flucht, Verfolgung. Jetzt fahren die auch an die Seite, seht ihr? Das funktionierte beim letzten Mal auch nicht. Das war wahrscheinlich offensichtlich aus Versehen eine nicht fertige Version in den Release gerutscht. Sogar die Fahrphysik ist ein bisschen besser geworden. Das erklärt vielleicht auch, warum einige von euch sagten, hey, geil, holt es doch gar nicht so schlimm. Wahrscheinlich, weil die schon mit diesem Patch gespielt haben und ich noch nicht. Leute, ne? Ich weise immer wieder darauf hin. Nicht umsonst. Ich finde auch das halt wichtig, ne? Nicht, dass da auch von Spielen und so falsche Eindrücke entstehen. Ist übrigens gerade ein Traktor vorbeigeflogen. Wieso fliehen die? Wieso fliehen die alle über diese Brücke? Immer. So. Innenansicht. Wollen ja auch immer viele Leute sehen. Ich höre nichts. So. Ach, diese Spiegel. Düdüt, düdüt. Düdüt, düdüt, düdüt. Entschuldigung, da bin ich gerade ganz kurz nicht rechtzeitig abgebogen. Ach, das will ich rauszoomen von der Karte, Mensch, Leute. Ihr macht euch zum ersten Mal ein Spiel, oder? Und das liegt garantiert nicht an mir. So. Dann schauen wir mal. Eine Sekunde. Ist auch immer, was ärgerlich ist auch hier, dass einem immer diese Fahrzeuge immer auseinanderfallen, wenn man da rumfährt. Sehr merkwürdig. Pausiert das Spiel, wenn man, ja. Oh. Wieso ist jetzt die Verfolgungsding weg? Hallo? Das muss ich selber gucken. Hä, wo ist der denn? Ah, hier. Kann ich dem die Straße irgendwie abschneiden? Theoretisch schon, ne? Wenn ich jetzt hier reinfahre, dann müsste ich ihm den Weg abschneiden. Aber das ist beim letzten Mal schon falsch gemacht, dass wir hier auf so einer Sackgasse gelandet sind? Ist egal. Das ist gerade der Sir Anthony Hopkins Weg. Ein fantastischer Schauspieler. Clarice. Nein! Wer baut denn so bescheuerte Brücken? Ich muss hier hoch. Ich muss auf die Bahn. Boah. Wir wollen besonders schlau sein, Herr Garderol. Hat ja toll geklappt.
So, jetzt kann ich hier auf die Bahn und dann in die andere Richtung in die Gegenfahrbahn fahren, ne? Wir sind ja Polizei, wir dürfen das. So, dann müsste er uns gleich entgegenkommen und dann können wir den frontal rammen. Wir können allerdings auch versuchen, das habt ihr zumindest behauptet, den mit E aus dem Verkehr zu winken. Ich bezweifle allerdings, dass er so sonderlich kopulativ sein wird. Da kommt er. Manchmal mache das im Notruf beschriebene Fahrzeug ausfindig und jage es. Du musst den flüchtigen Fahrer verfolgen und das Fahrzeug rammen. Nur durch die Beschädigung des Autos wird der Fahrer zum Stehen kommen. Achte auf die, das ist falsch. Achte auf die grüne Leiste unter dem Nummernschild des Fahrzeuges. Okay. So, hier seht ihr schon, das ist falsch. Wenn ich nämlich davor fahre, dann bleibt er auch stehen. Gut, dass wir auf der Gegenseite Platz machen. Ich würde ihn halt immer versuchen, mit E rauszuwinken, ob das geht, aber ich glaube nicht. Düdüt, düdüt. Wenn ihr aufpassen, es kommt gleich die Meldung hier, du musst deine Schicht beenden, weil dein Auto ist auseinandergefallen. Okay, wir setzen es mal davor. Hä? Okay, der will's wissen. Er will's wissen. Oh Leute! Na gut. Dann finde ich jetzt wenigstens raus, wie hier gespeichert wird. Oder ob hier noch gespeichert wird. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Police Academy. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich hier besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben da lassen. Und einen Daumen nach oben da. Denn ihr seid letzter Zeit wieder sehr, sehr daumenvoll geworden. Und wie schrieb es ein Zuschauer in den Kommentaren doch so treffend. Einen Daumen nach oben zu geben, ist ja wohl das wenigste an Aufwand. Man muss ja nur einmal klicken, unterstützt seinen YouTuber damit immens. Da hat er vollkommen recht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.